Jetzt redet keiner mehr. Hallo zusammen, wir sind bei einer weiteren Folge Game of Thrones und wir spielen jetzt wieder zu dritt, nachdem ich nur 3 Tage gebraucht habe, um mich Mittag zu essen. Jetzt sind wir noch zu zweit. Was machen wir nun mit Marco? Katastrophe. Und nein, wir benutzen nicht Teamspeak, das ist keine Werbung, die wir hier machen. Marco, du könntest ja irgendwie ins Internetcafé gehen und dort spielen. Und aufnehmen. Genau, oh Gott. Genau das wird. Ich bin reingefallen. Da gibt's doch immer diese Call-Center, weißt du schon. So, nee, ich glaub... telefonieren sie ganz preiswert ins Ausland. Nach Kajikistan. Komm her, du Scheißviech. Ein Skelettpferd möchte mich töten. Das ist echt gut. Ich wollte gerade ein Höllenpferd töten. Höllenpferd. Aber dann habe ich schnell vor ihm getötet. Also bevor es mich getötet hat und so. Ich wollte gerade ein kleiner Gnom töten. Wir haben schon so unsere Probleme, ne? Ja, es ist dunkel. Komm schon. Aber ich habe ja ein Bett. Schnell. Ah, hab ich das Dungeon hier geradet. Komm schon, irgendwas Cooles jetzt hier. Zinnbarren. Ah, oh, Scheißspiel. Gab's es nicht? Früher gab's es doch, dass man sich schlafen gelegt hat und dann manchmal Albträume hatte und dann sind die Skelette aufgetaucht und. Ah, da war noch Minecraft schwarz-weiß. Oh nee. Nein, warum? Diese Gravitationsviecher, die Blöcke anziehen, verschwinden die mit der Zeit. Ah ja. Golems meinst du? Ja, cool. Ja. Nein. Der darf hier nicht rumstehen. Der steht genau da, wo ich gerade Platz gemacht habe für ein Haus. Muss das mit einer Axt ja abbauen? Das Spiel ist wirklich manchmal skrupellos. Skrupellos. Das macht dich einfach fertig. Einfach so. So, für alle, die es nicht kennen, aber Twilight kennen, glaube ich, schon die meisten hier. Was brauche ich hier nochmal? Wie heißen diese Wurzeln? Die ich hier gerade mit meiner Pickaxe abbaue. Ich glaube, ich kann sie auch mit der Faust abbauen. Pisst ihr sie? Das ist eine gute Frage, Adam. Kannst du nicht beantworten, weil ich es nicht sehe. Ja, weißt schon, die aus, die man da die komische Pickaxe und so macht. Oh, Steel Leaves. I don't know what you mean. Twilight, Marco, stell dich nicht so. Okay, ich verstehe es. Diese Wurzeln, mit denen du mit Eiern kombinieren kannst und dann daraus dieses andere Eiern machen kannst. Ah nee, genau, das waren... Wurzeleiern. Stimmt, wie macht man das nochmal? Heilende Wirkung der... Iron. Twilight-Wurzel. Ich hab Caps Lock an. Wie hießen die nochmal? Iron. Marco, du weißt es doch. Das war aus dem Twilight, war schon die Wurzeln, die man da baut. Ich hab schon. Kacknapp. Goldnugget habe ich zu Hause. Kein umherlaufendes Wiki, okay? Goldnugget, das hört sich irgendwie mal was zu essen an. Gell? Chicken mit Nugget. Nom. Wieder Schleichwerbung, hey. Hallo. Na, die gibt's ja überall. Kann man auch so kaufen. Was habe ich da gehört? Ich habe schon voll Paranoia hier. Paranoia? Das kann ich auch nicht abbauen, das ist... das wenigstens. Das ist wieder so ein Scheißblock, der nichts kann. Das sehe ich jetzt schon. Immerhin läufst du nicht die letzten paar Stunden herum und verlierst deine Gegend. Zink. Kann man aus Inulashite... Okay, ich bin voller Marsch. Ist mir gerade aufgefallen. Warum? Ich
Ich habe mir mein Twilight-Portal nicht markiert. Ich weiß nicht, wo es ist. Slash kill. Adam ist lost. Dann weißt du, wo dein Deathpoint ist. Läufst da wieder hin, holst dein Zeug und tada! Losch den Späch. Außer du bist. Aber ich habe schon wieder 20 Level. Zombie! Oh Gott. Ich laufe einfach den Fackeln wieder nach. Oh, hier hören sie auf. Okay, die Ausbeute, die ist nett, aber nicht so riesig. Die war. Ah, da, ich hab's. Ich war ja gar nicht so weit weg. Machen wir mal einen Punkt. Spawn. Okay. Nach Hause. Wie viel habe ich denn von diesen Leaves? 8 Stück. Eins wäre noch gut. Jungs? Marco? Nein. What the fuck ist hier passiert? Warum ist denn jetzt bei mir ein anderes Nether-Portal aufgegangen? Kaputt gegangen. Ich weiß es echt nicht. Das Nether-Portal ist voll strange aufgegangen. Goldnuggets. Gut, dass wir es gerade alle sehen. Nachvollziehen können. Ja. Ich habe nur zwei so Nuggets. Das ist nur ungefähr so 500 Meter von meinem anderen aufgegangen. Ich check noch nicht warum, weil ich durchs selbe gelaufen bin. Naja. Schauen wir mal, ob es aus ist. Wer hat den Ogre zerfetzt oder so? Ja, wahrscheinlich. Aber die Villager dachten sich, ne. Der Penner, Digga, der kommt nicht mehr wieder. Ne. Ne. Ja, nee, das ist an. What the fuck? Naja. Was soll's? Muss ich das jetzt brennen? Ja. Ich habe keine Lust mehr abzubauen, ich hol mir TNT. Ach, ich krieg da 2 Stück raus, ist ja geil. Ist ja genial. Obwohl ich gern mal spontan in Flammen aufgehe. Mhm. Kennen wir das Risiko ein. Das kennen wir. Salpeter, was machen wir mit Salpeter? Ich habe ein Piranha-Ei gefunden, was mache ich damit? Ah, ich züchte mir jetzt ein Piranha. Wassereimer. Ich verkneife mir den Kommentar. Was? Was du mit dem Piranha-Ei jetzt machst. Ist das hier so ein kleines Becken? Ah, ja, hier ist schön. Max, ich füttern? Hier, lecker Bären. Und noch Steine. Ah, jetzt habe ich sie aufgehoben. Ah. Puh. Nein, nicht so. Schlüpfe. Komm schon. Der springt schon rum. I say sexy things to myself while I'm dancing. Wir schauen später nochmal vorbei. Hm. Mein Sugarcane ist bestimmt nicht gewachsen. Das ist jetzt eine gute Frage. Was kann denn das bitte? Hast du eigentlich schon erwähnt, dass du meine beiden Villages ausgerottet hast? Nein. Empfand dich für unwichtig. Adam ist gemein. Oh, ich brauche ein Sortiersystem hier irgendwie. Das ist ja schlimm. Und noch Boote und Geld liegt überall rum. Kannst es mir ergeben, wenn du es nicht mehr brauchst. Brauchen schon. Ich würde gerne jemanden bezahlen, der das sortiert. Marco ist ganz toll im Sortieren. Marco schmeißt alles schön in eine Kiste. Genau. Dann vergisst er, wo er sie hingestellt hat. Wie mit einem Hund, der irgendwie irgendwas eingräbt, einbuddelt den Boden. Dann hat er nicht mehr weiß, dass er es eingebuddelt hat. Ja, fast. In etwa. Marco, du bist so weit weg. Ich bin so weit weg. Jetzt. Oder du sprichst nur leise und hast Angst. Sei nicht so schüchtern. Nee. Die Leute zerfetzen dich nur, wenn du Scheiße laberst. Passt schon.
So, wie viel kann ich denn da craften? Machen wir mal ein paar hier. Schicke Pickaxes. Wo ist denn das da? Oh Gott, das ist 4 Stück. Ich wette, die kann nichts. Die ist genauso scheiße. Die hat doch irgendeine Verzauberung, oder? Efficiency. Was war Efficiency nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Ich auch. Du kriegst mehr aus einem Block. War das mehr? Nee. Weiß ich. Nein, die ist schneller. Ah, oh, damit kann ich endlich die Dinge abbauen. Ihr spielt eindeutig die Efficiency ist schneller, glaube ich, ja. Jetzt kann ich endlich die coolen Blöcke abbauen, abbauen. Was ist besser, Adamanit oder Orichalcum? Adamanit ja, beides ist zum eigentlich ersten Mal gut. Orichalcum habe ich noch nicht ausprobiert. Adamanit hält aber lange und ist schnell. Okay, aber da jetzt 4 Stück. Können wir eine Pickaxe bauen? Oh yeah. Jetzt kann ich auch straight minen. Aber, oh, ich brauche eine neue Kiste. Ich mache es gerade so wie du, Marco. Ich baue einfach nur Kisten hin und hau sie immer voll. Ja. Ja. Du bist jetzt in allen Kisten von allem ein bisschen drin. Also ich wette, ich könnte anstatt 4 Kisten zu haben, nur 2 Kisten haben. Aber bevor die Sonne untergeht, schaue ich noch, ob mein Piranha geschlüpft ist. Oh nee, ich konnte mir ein TNT bauen. Doof. Piranha! Ah, er ist geschlüpft! Weißt du mich? Kannst du die Welt erobern. Hallo? Du. Stimmt. Nee, er weiß was. Wer ist bei Despicable Me, die Piranha-Kanone. Er ist cool, er ist cool. Ich hab einen Piranha. Ich glaube, er versucht mich anzugreifen. Oh, das ist ja cool. Lemurita und Shadow Steel Dust. Was bist du denn Shadow Steel? Nee, er ist ganz brav, okay. Ich glaube, das sind nicht die bösen Piranhas. Das ist noch ein guter Piranha. Den. Mr. Sandman. Ne, Sonne ist noch nicht unten. Oh, für eine Kiste reicht's gerade mal. Shadow Steel, gucken wir doch mal an. Die sieht auch bonzig aus. Pickaxe. Den einmal noch. Ich lieg im Bett. Ja. Oh, ich nicht. Ich schon. Ich laufe irgendwo hin. Ach, ich lock mich aus. Es oh, ist da kommt wieder da kommt der richtiges Roleplay-Feeling auf. Ja, Mann. Total. Die Leute wissen ja, das ist so Server-Style hier, ne? Ich lock mich aus. Ich hab keinen Bock mehr. Hab ich meine Fackeln von hier reingeworfen? Weiß das jemand von euch? Nein. Ich hab echt so viel aber Scheiße du hier. Aber du wirst es uns bald sagen. Oui. Oui, oui. No. Scheiße. Böses Vokabular. Das Fernsehen und Internet bringt mir sowas bei. Wokfu. Und so. Sag einfach Le Crêpe. Ich depp jetzt. Oh. Bedeutet ja auch nicht dasselbe. Oder so. Le Crêpe. Ist doch was zu essen, oder? So Pfannkuchen-Style. Ja, genau. Crêpe. Ja. So ein Crêpe. Nom, Crêpe. Nom. Ah nein, den Ding wahrscheinlich. Schokolade. Nom. Noch warm. Warum crushst du mir das nicht? Ah doch, es crushed. Und weich. Die Mousse. Mousse au Chocolat. Alles klar. Alles klar. Herrlich. Doch, das ist perfekt. Oh, die Pickaxe sieht ja mal geil aus, diese Adamanit Pickaxe. Die hat Adam im Namen. Schon mal eh cool. Richtig an, ne? Ja, Mann, die heißt Adam.
Adam kann nur gut sein. Mach mich an, wenn sie heißt Adam. Piranha? Adam. Ah, da bist du. Wollt ihr mal rüber? Au, 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 pfui! Mein Piranha greift mich an. Du trägst mich. Ich hab dich großgezogen. Undankbar. Ich war wie ein Vater für dich. Und damit. Au, 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 ich mach doch nur dein Becken sauber, du Scheißvieh. Du hast ein Becken für ihn? Ja, so im Sand, in so einem Sandloch. Undankbar. Ich sag's immer wieder, undankbar. Oh, da sind Haie in meiner Küste. Die spawnen die eigentlich? Die Tiere selber glaube ich schon, aber den Piranha, den ich hier gezüchtet habe, der bleibt anscheinend. Okay, aber ich meine jetzt, also auch Haie, die spawnen, ja? Ja, ja, sind halt wie böse Mobs. Das ist äußerst schade. Dann könnte man so einen Haitank machen. Und, weißt du, wenn einer von euch in meinem Büro sitzt und wir bei Verhandlungen gerade sind und irgendwas schief geht, dann drücke ich auf den roten Knopf und dann fällt ihm so ein Haifischbecken. Ja, vielleicht bleiben sie ja, ich weiß nicht. Genau, das wollte ich nur mal so. Googelt mal nach Haischwert. Shark Sword. Ja. Ist ja geil. Ich brauche 10 davon im Hai. Komm her, du Drecksviech. Wer weiß, wie gut das Ding ist. Ich warte auf die Chat-Message, wo steht, dass du gestorben bist. Ja, okay, ich lasse es nicht mehr. Den. So, mal schauen, jetzt baue ich mir hier Stahl. Shadow-Stahl. Schattenstahl. Daniel-Stahl. Wahrscheinlich ist das voll der Crap. Was ist denn Daniel-Stahl? Egal. Sand noch rein. TNT, 3, 2, 3. Da. Komm schon, schneller. TNT. So, Eisen brauchen wir nicht. Was für eine Rüstung habe ich? Die ist noch in Ordnung. Die sieht gut aus. Wie sieht's in meiner Village aus? Ich wollte den Bücherregale geben, denn... Alle dort. Sag sowas nicht, ich mag meine Villager. 1, 2, 3. 1, 2, 3 haben sie gebraucht, glaube ich. Und... Hast du schon wieder so leicht? Ja, nachdem ich wegen dir ja 5-mal den Server neu aufsetzen musste, beziehungsweise Backup aufspielen. Nicht wegen mir. In deiner scheiß Stadt. Du hast einen Mod einfach schon installiert. Er hat es richtig installiert. Das war nur ein Franzose, den programmiert hat. Aber die machen immer gute Arbeit. Also ich weiß gar nicht, warum ich den Satz gerade gesagt habe. Weil der Mod von seinen eigenen Problemen wegläuft. So, zum Glück kann ich hier bei meiner Ische Holz kaufen. Aber wieder ziemlich herablassen. Warum? Warum was? Ische, ja, aber solange ich... Die existiert ja nicht, Mathe. Das ist nur ein Spiel, was wir hier spielen. Mhm. Okay. Nee, nur weil ich zu dir sage, dass du Mongo bist, sind ja noch nicht alle Männer auf der Welt Mongos. Sondern halt nur du. Ne? Okay, alles klar. Guter Vergleich, gell? Mhm. Ich fand's lustig. So, achso, Bücherregal haben die ja. Die bauen jetzt so ein Archiv da hinten. Denn das Coole ist, in dem Archiv sind dann alle Leute drin, die bei mir in der Stadt wohnen. Alle Leute. Ich hätte mir noch mehr Holz kaufen sollen. Scheiße, ich habe die ganze Zeit Holzmangel ohne Ende. Ich habe Kohlemangel. Das ist, weißt du, wie viel Holz von dir bei mir herumliegt? Nee, ich selber, beziehungsweise meine... Meine Village hat keinen Holzmangel, ich bin gerade wieder zu meinem... Ja, dann kauf doch was von der Village. Ja, ich bin gerade wieder zurückgerannt, ich müsste wieder hinterlaufen. Da habe ich noch Holz, perfekt. Fauler Hund, du. Ja, Mann. Alles faulos. Los faulos, Hundos. Quietschen los, hier nein, so. Nein, nein, los faulos, Wuffos. Ist doch klar, Mann. Ey, ist euch schon aufgefallen, dass ich nicht disconnected bin seit 12 Minuten, 10 Minuten? Lag, disconnect. Disconnect from your channel. Do not jinx it. Mach ich nicht. Ich hab zu viele Sense hier rumliegen. Mach ich nicht.
Versuch es. Meine Kiste ist schon wieder voll, das gibt's doch nicht. Ja, wo habe ich jetzt schon wieder meine Kohle hingetan? Ich hab doch gerade ein ganzes Inventar drauf. So. Okay. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Schnitt. Juhu. Und das nächste Mal sehen wir uns bei meinen wieder. Nein, nicht schon wieder.